Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier beim Solo-Fighter bei 7 Days to Die mit mir, eurem Sombüra. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jawohl, ich stehe hier immer noch am Ende, 4 Uhr durch. Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt ein bisschen was verkauft kriegen. Am besten laufe ich jetzt mal einmal rein und guck. Das war ein paar Sachen loswerden, ne? Weil das, ich habe dieses Inventar und das Auto, das ist gestapelt voll. Ja, gucken wir mal. Auf alle Fälle, Leute, Dankeschön für den Support in der letzten Folge. Vielen Dank für die Däumchen und für die Kommentare. So, dann gucken wir mal. Ditte, den können wir auch noch verkaufen. Dann gucken wir mal, was er hat. Ich nehme es mal mit. Oh, ein 5er Stahlknüppel. Ja, das war's. Da müssen wir mal gucken, die Sachen mal eben wegstecken und dann, ich weiß gar nicht, könnte ich noch was verkaufen? Vielleicht die Batterien oder so. Irgendwas kriegen wir schon. Ich brauche mehr Stauraum, Leute. Ich brauche mehr Stauraum. Ich nehme mal die Batterien hier, die 3 Stück. Jetzt müssen wir mal gucken, wir könnten vielleicht mal die Dose Birnen essen. Und hier die Katzennahrung. Den könnten wir mal rauswerfen hier. Brauche ich nicht. Weg damit. Aus. Haben wir noch irgendwas, was wir verkaufen können? Nö, den Rest will ich eigentlich behalten. Ja, gucken wir mal. Wir werden auf alle Fälle gleich noch ins Verbrannte durchmarschieren. Um da zu gucken, ob wir da vielleicht den... Ja. Kaltkorn oder wie das Ding heißt, bekommen. You want something? Ja, dann nimmt er schon nicht. Ah, schade. Thank you very much, and now you can go fuck yourself. Ja, du kannst dich auch mal effen. Du dreckiger. Das ist ein Sack. Oh, ein Mega Crush. Nehme ich mal. Man weiß ja nie, ne? Falls wir in der Horde irgendwann mal flüchten müssen, dann habe ich einen Mega Crush dabei. Was? Wie? Was willst du? Ärger? Oh ja. So. Guck mal, dann haben wir auf alle Fälle schon wieder das Inventar ein bisschen aufgeräumt, ne? Sehr gut. Da haben wir immer noch so viel, ne? Ich werde mal 3 Stück wegscrappen, dann haben wir da auch wieder Platz. Dann fahren wir mal weiter und lesen Kommentare vorne, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Da haben wir nämlich als ersten Kommentar unter dieser Folge den Valid trauriger Trompetenschlumpf. Der schreibt Moin. Jawohl. Moin, Moin. Nee, Moin, Moin ist ja schon Sabbeln. Moin. Alle Jude. Dankeschön für den Algorithmus-Kommentar. So, fahren wir da oben hoch. Ah, dann haben wir Otto Ariel als Zweite, die schreibt, du, da bist ja wieder, hoffentlich wieder fit. Naja, geht, ne? Ed geht. Halsweh ist heute fast komplett weg, aber das ist immer so ein, ja, so ein Ding. Dann tut es wieder ein bisschen weh, dann ist wieder gut. Also ganz kurios. Oh, hier ist ein Checkpoint. Kommen wir ja eh nicht durch. Warte mal, fahren wir hier lang. Da hinten war ja eh erst alles. Oh, diese Ruinen hier, die habe ich vermisst. Aber es geht wieder, ne? Es geht wieder. Ich habe ein bisschen Schnüppelchen für ihn gehabt.
man mal genießt und so, wie es halt ist, ne? Also bei mir ist das immer so, es zieht sich immer erst. Ich habe meistens immer erst ein paar Tage Halsweh, dann kommt der Schnupf noch hinzu. Aber solange ich mich nicht wieder so schlapp und grippig fühle, ist alles gut. Und das Lustige war ja gewesen, ich habe ja letzte Woche Freitag, war ich zur Grippeimpfung. Vielleicht ist deshalb mein Immunsystem so ein bisschen in den Keller gerutscht. Weil der Körper da die Wirkstoffe reinbekommen hat oder so. Ja. Und wie? Ah, Leute, ich werd verrückt. Das gibt es nicht. Bobs Bors und Karlskorn, wir sind da. Geil. Wir sind da. Hahaha, haben wir gefunden, ey. Alter, ich werd verrückt. Ich werd verrückt, ey. Ist das geil. Haben wir einen Brandy Boy? Das war ja nicht meiner von zu Hause. Ja, dann würde ich mal sagen, rein da, ne? Ins Vergnügen. Wo ist er? Wo ist der denn? Irgendwo ist hier ein Schwein. Und dreht frei. Ich habe keine Ahnung, wo. Also gibt es auf alle Fälle gut. Klamotten. Keine Ahnung, welches Schwein da durchdreht, aber naja. Ah, er ist es. Ja, ist es. Sehr gut. Dann nochmal den. Oh, wir könnten hier so viel wieder abwrenchen, ne? Wir könnten hier so viel mitnehmen. Warte mal, ich brauche auf alle Fälle. Müssen wir mal eben gucken. Den brauche ich. Und wo ist mein Aufwärtapparello? Da. So, warte mal. Das, das, das. Den. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt hier. Aber wir nehmen es mal mit, wenn wir schon mal hier sind, ne? Vorhin habe ich sie weggeworfen, jetzt habe ich sie wieder. Naja. Aber 8 Stück weggeworfen, ne? Bin so ein Depp. Huch. Da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Ein Borsti. Aber nicht mein Borsti. Die Borstis hier sind gefährlich. Borsti bleibt stehen. Er tut mir leid, Borsti. Da komme ich noch nicht mal dran. Bist umsonst gestorben. Bin so ein schlechter Mensch. Eieiei. Aber hier gehen wir rein, falls ihr euch fragt, was will der Sombürer denn da drin? Wegen Supermais, ne?
ist das Beste, wo gibt hier. Haben wir endlich Supermais, dann können wir uns Supermais anpflanzen. So. Ah, hier ist aber auch Klamotten, ne? Ach, was mache ich denn? Aber wir können weiter Kommentare vorlesen. Max C. schreibt, ich habe Grace vermisst. War die in der Farm nicht im Innenhof beim Hauptblut? Der Supermais war doch in einem unterirdischen Labor, oder? War da nicht darüber ein kleines Haus? Und wenn man in den Keller ging, kam ein Labor, wo man den Mais züchten kann. Und Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer funktioniert super zum Schleichen. Grace habe ich doch erledigt. Die habe ich mit per Sniper weggehauen. Die haben wir weggehauen. Die war in dem Käfig drin. Aber ich habe so viel Dampf ja in der Waffe. Wir haben so viel Dampf in der Waffe, dass ich sie halt ja, weggeschossen habe, totgeschossen. Musst du nur mal in die Folge genau reingucken. Auch mal geil, ne? Eine Garagenbox. So, das haben wir. Hier waren wir, da waren wir. Von da wären wir auch reingekommen, ne? So, und was war das noch? Und mit dem Dings hier, das ist genau da, was du jetzt meinst. Da sind wir jetzt. Genau hier sind wir. Unten ist die Grace drin. Oh, ein Glui. Grace. Da sind wir. Hier ist die super Mais Rezepte sind hier. Muss ich aufpassen, dass wir hinterher auch genug Inventarplatz noch frei haben, ne? Ich sehe schon, komm, ey, das passt alles gar nicht. Ja, so, wir essen uns nochmal voll. Und dann mal gucken, ne? Offizielle Weg hier. Und wie mal lustig. Hier ist damals die Ellie gestorben, Leute. Die ist da reingehüpft. Und wurde getötet. Ja. Da nicht mal rausgekommen. Ich komme wahrscheinlich auch nicht mal raus. Weil ich den Parcours geskillt habe. Dann kommt man da so schlecht durch. So, da unten ist die Gracie drin. Oh,
Oh, das ist der einzige Nachteil, ne? Wenn du Parkour geskillt hast, ey, dann kommst du nirgendwo mehr ordentlich. Also du kannst nicht mehr dosiert springen. Hat alles Vor- und Nachteile, ne? Ehrlich, wie die nicht kaputt gehen, ne? Echt toll. Manometer, ja gut, die Dinger könnten wir auch noch wegfegen, ne? Wollen wir das machen? Wenn wir eh die Sachen bei. So, und der Pizza Panda schreibt, unter den Kommentaren noch, das ist Karlskorn, was du meinst. Genau, da sind wir jetzt. Haben wir zum Glück gefunden, ey. Haben wir zum Glück gefunden. So, jetzt müssen wir aufpassen. Alter Falter, ey. Alter Falter. Ist der immer noch. Was ist denn da los? Sehr gut. Wegen der Teile. Da sagt der Papa doch nicht nein. Oh, guck mal. Eieiei, Leute. Wir sind voll. Wow, da kommt was. Einmal raus. Das wäre fast ins Auge gegangen. Ach nee, das ist eine Mülltüte. Toll. Ich hab schon Wunder gedacht. Ah, jetzt müsste ich das Farmer-Outfit haben, ne? Mal gucken, das war vielleicht nochmal aufs Auto gesteckt bekommen. Eieiei. Also da habe ich jetzt richtig Angst gehabt gerade. Was macht denn der Farmerhut? Samenerntebonus plus 8. Den werden wir aufsetzen.
wenn wir da dran gehen. Aber es ist ein geiler POI hier. Das macht echt Fun. Hier war das, ne? Ne, hier war das nicht. Hier war das, ne, oder? Ne, hier sind wir wieder einmal rumgelaufen. Ja. Obwohl, hier geht, glaube ich, schneller, oder? Warte mal, bevor ich den gleich einmal zack. Nicht, dass ich den gleich aus Versehen. Siehst du, wusste ich doch. Fünf Samen, sehr geil. Gucken, nicht, dass hier ein Zombie drin ist. Aber hier waren meistens nie Zombies drin. Toter Mais, toter Mais. Dann haben wir jetzt 6 Samen, ne? 6 Samen. Sehr gut. Oh, ein 5er Erdbohrer. Werde ich wahrscheinlich nie gebrauchen, aber ich habe einen. So. Das hier ist der offizielle Weg nach unten, ne? Aber... den werden wir nicht gehen. Denn der birgt die Gefahr, dass wir sterben. Deshalb machen wir das anders. Da unten ist nämlich die Grace. Da fällt es da rein und dann... Bumti Bumti macht's dann. Hier war doch auch noch was, ne? Ein 5er nochmal. Ein 5er. So, haben wir ein Thumbnail gemacht. Muss man ja auch mal machen, ne? Und dann würde ich sagen, gehen wir nach oben und holen uns den Main-Loot, ne? Ich weiß gar nicht, wann wir da kamen. So. Na gut, davon habe ich eigentlich genug. Könnte alles noch mit ab. Schmatzen, aber das, da habe ich jetzt, glaube ich, keinen Bock drauf. Also vielleicht mal hier in der Küche nochmal reingucken. 69 Bücher. Vom Kochen, ja, das wird so langsam. Es wird so langsam. So, ab nach draußen. Schnauze voll. Gehen wir nach hinten rein. Zu crazy. So, Oliver Store hat den nächsten Kommentar geschrieben. Moin, da bist du ja wieder. Ich hoffe, dir geht's besser. Ja, habe ich ja gerade schon erwähnt, ne? Der Hals biegt noch ab und an mal ein bisschen, aber es geht. Aber es nutzt ja nichts. Ich muss ja was machen. So,
sonst bestraft mich der YouTube-Algorithmus. Das ist ja nun mal leider so. Und dann hat man sich, was man sich über Monate aufgebaut hat, ne, geht dann kaputt. So, Trick 17, Leute. Ja, wenn ihr mal, ne, bevor ihr das da weghaut. So, und dann hauen wir die Crazy mal weg. Siehst du? Ich sag ja, guck mal, ich hau die zu. Ist zu viel. Zu viel Power. Ich hau die einfach so weg, ey. Das ist krass. Einfach abnormal. Und hier wäre man nämlich runtergekommen. Da ist das Loch. Ja, für alle, die den POI nicht kennen. So. Sehr schön. Dann kommen wir ran an den Main Loot. Dann kommen wir ran an den Main Loot. So, jetzt gibt mir ein paar Fallenbücher. Ich muss lesen, ey. Ich will jetzt noch ein bisschen XP raus. Manometer. Nochmal ein Vierer Scharfschützengewehr. So. Was haben wir für ein Loot Stage? 213. Na mal gucken. So, dann haben wir Pizza Panda. In der Hoxilla Range gibt es weder Supermais noch das Rezept, wobei du das Rezept ja überall droppen kann. Da gibt es natürlich auch eine kleine Wahrscheinlichkeit. Das Rezept hatte ich ja schon gehabt. Hier ging es einfach nur um die Supersamen. Guck mal, jetzt hätte ich eine 5er hier bekommen, ne? Warte mal. Oh. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Aber wir haben alles das erreicht, was ich wollte. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Da war die letzte Folge nicht umsonst. Da habe ich jetzt richtig Glück gehabt, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Jenny, verkaufen da noch ein paar Sachen. Gehst da oben. So, dann haben wir Moni Omi. Moni Omi schreibt: Ja, meine Base hält dem Blutmond stand. 64 Zombies und auf Krieger gestellt. Und Zombies dürfen rennen. Also, ich bin bereit, dich zu empfangen. Habe auch richtig gute Waffen hergestellt für dich und Helly, wenn sie Lust hat. Aha, die Helly also auch. Da war ja gar nicht von die Rede. Ich dachte, ich bin hier der Einzelprinz. So, so. Ja, muss ich die Helly mal fragen. Dann müssen wir mal einen Termin ausmachen. War befreundet sind wir ja jetzt in Steam. Dann müssen wir mal gucken. Kriegen wir schon hin. Dann gucke ich mir deine Basis an. Dann machen wir eine schöne YouTube-Folge, ne? Also hier schon ein bisschen größer, ne? Hier schon ein bisschen mehr was los. Da war da so ein Bürger schon am Postkasten. Eieiei. Beziehungsweise der Postkasten war offen. So. Achso, warte mal. Ach, guck mal, das ist noch eine Kiste.
Da ist ja noch eine Kiste. Boah, das nimmt aber auch gut Platz weg alles, ne? Nimm mal die Batterien. Ich guck mal, ob ich die Batterien verkauft krieg. Magazine. Da noch. Da gucken wir mal, was Jenny hat. Die gute Jenny. Und die Bücher spawnen ja nicht nach, ne? Da ist sie. What's ailing you? In besonderen Aufträge, Handelsroute Stufe 3. Brauchen wir einfach machen. Potent, proven. So. Das verkaufen wir mal. Dann gucken wir mal, was da hat. Technikfreak nehmen wir mit. Plane. Ja, sie ist auch nicht gut aufgestellt. Sie ist auch nicht so gut aufgestellt. Ja, schade. Thank you so much. Hey, come again. Werden wir mal gucken, das Auto vielleicht nochmal mitnehmen hier. Nochmal einen Honig drin, sehr gut. Alter, wir haben so viel Bret, ne? Wir können so viel Bret hinterher machen. Geile Scheiße. Geile Scheiße. So, dann gucken wir mal, was kriegen wir hier noch mit? Ducktape immer gut, Säure gut. Weapon mitnehmen. Mitnehmen. Definitiv. Definitiv, definitiv. Jo. Da ist so gut die Loven. Wusste ich gar nicht mehr, dass ich hier eine Kiste habe. War das eingetragen? Hätte hier unten noch eine Kiste, ne? Egal nicht, ob ich da wirklich. Habe ich da was? Habe ich da eine Kiste gehabt? Waren wir hier looten gewesen? Ich weiß halt gar nicht mehr nach weit über 100 Folgen. Weit über 100 Folgen, ey. Das ist, glaube ich, Rekord. Ich glaube, ich habe über 100. Ich weiß gar nicht, obwohl. Ich glaube, nee, ich glaube, die eine Season. Was war das? 14? Gegen 130 Folgen oder so. Aber da waren die Folgen auch nur 20 Minuten lang, ne? Wenn man jetzt so sieht, dass die Folgen immer so 30, 40 Minuten gehen, stellenweise eine Stunde, dann sind weit über 100 Folgen echt ordentlich, ne? Wenn man so sieht, wir haben 94 Stunden Gameplay hier im Sack. Da schon krass. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, man merkt das so langsam, dass das Format abgenutzt ist, ne? Man merkt es so langsam. Na, Kevin. Den müsste man resetten können. Boah, was würde ich, das wäre ich happy. Aber hier geht nicht. Das ist nicht resettet. Schade. Schade, schade.
So, die Bücher nehme ich mit. Die können wir bei dem anderen Händler verkaufen, ne? Was willst du? Hau ab! Dann würde ich sagen, fahre ich nach Hause. Habe ich noch irgendwo Benzin? Da haben wir noch 1900. Haben wir 67%. Ja, ich habe einen weiten Weg zurück. Halleluja. Boah. 6,8 Kilometer. Ne, da müssen wir lang. Boah, ist das ein weiter Weg. Ist das ein weiter Weg? Ah, respawn. So. Ein Buch nur, ey. Ein Buch nur. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Da waren sie wieder, meine Probleme, ne? Die Bücher. So, dann haben wir einen Kommentar vom Pizza Panda, der schreibt, Clown war nicht so ernst gemeint, sorry. Ja, wegen dem Modlet. Ja, nee, muss ich nicht entschuldigen. Ich finde halt, man benutzt so einen Begriff halt zu inflationär, ne? Die werden halt so schnell mal eben rausgeschleudert. Und das ist ja eigentlich schon, ja, eine harte Andeutung, ne? Uns ja nur darauf aufmerksam machen. Vielleicht mal vielleicht das ein oder andere Wort nicht so inflationär benutzen. Sonst werden die verwässert. Was will der? Boah, diese alten Häuser, ne? Da setzt sich keiner mehr rein. Früher war man happy, wenn man so ein Haus am Rand hatte und hat da so ein bisschen rumgeprödelt. Hat da mal so ein bisschen, ja, seine Kisten reingepackt. Ganz am Anfang musstest du ja noch, hast du die Qualität der Werkzeuge hochbekommen, indem du die halt immer wieder hergestellt hast, ne? Da sah das dann so aus, Holzfarm, Steinefarm, Grasfarm. Und dann hast du dich in der ersten Nacht hingesetzt und hast, was weiß ich, 50, 60 Bögen gebaut, 50, 60 Steinäxte. Und hast die, und man, damals konnte man die nicht scrappen, die hat man dann alle rausgeworfen. Ich glaube, die konnte man nicht scrappen. Oder es war halt zu viel, dann hat man die nicht gescrappt, weil das zu lange gedauert hat. Warte mal, ich guck mal, ob ich noch ein bisschen hier mitnehmen kann. Wird wahrscheinlich nicht reichen, ne? Okay. Ich krieg noch nicht mal Benzin mehr mit. Ei, Leute. Oh, das tut mir so in der Seele weh. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Es tut mir so in der Seele weh, den schönen Loot dazulassen. Naja, was willst du machen, ne? So, dann haben wir nochmal Moni Omi, die schreibt, ich denke, ich baue erst im Ödland eine Hordenbasis. Und wenn ich neu angefangen habe, weil ich durch die eine Mod... die habe ich wieder runtergeschmissen, habe mein verbranntes Gebiet, da ich mein verbranntes Gebiet geschrottet habe. Was für eine Mod hast du denn da draufgepackt? Eine Mod? Das ist immer das Problem, warum ich keinen Bock auf irgendwelche Modlets habe oder irgendwelche Taschenvergrößerungen oder. Wenn es dann ein Update gibt und die sind nicht mehr kompatibel, dann machst du dir halt alles kaputt. Deshalb spiele ich halt so gut wie Vanilla, ne? Ja. So, dann habe ich nochmal Moni Omi, die schreibt, Super Mais gibt es in der einen Farm, da gibt es einen Keller und in dem Keller geht es unterirdisch weiter. Da ist auch eine Grace drin. Ach! Und es gibt ein Farmgebäude, ist Super Mais Farm. Die Farm, glaube ich, ist nur im Kiefernwald. Nee, haben wir belegt, die gibt es auch im Verbrannten. Haben wir Glück gehabt. Da waren wir ja gerade.
Aber Dankeschön. Dann haben wir den Jigstar, der schreibt VB. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Da ist er wieder, der Solo-Fighter, ne? So, warte mal, ich muss mal hochscrollen. Dann haben wir den Kevin Gohn, der schreibt, juhu, endlich wieder eine neue Folge. Freut mich, dass es dir soweit gut geht und du uns mit einer Folge versorgen kannst. Ja. Ja, das, für mich war es auch die Hölle, ne? Ich habe ja, auf der Couch die ganze Zeit gelegen und habe ein bisschen Netflix geguckt. Und Prime und so und YouTube. Und mir ist dann selber alles auf den Sack gegangen, bin ich ganz ehrlich. Und ich bin froh, dass ich jetzt wieder ein bisschen machen kann, ne? Ich versuche heute Abend nochmal einen Livestream zu machen mit der Rebirth-Mod mit Helly. Wenn das alles soweit klappt, die muss ja heute nochmal zum Tierarzt. Ich, na, mal gucken. Mal gucken, wenn, dann mache ich spontan. Dann werde ich nicht groß ankündigen, nachher kann ich sie wieder nicht einhalten. Das ist immer dann so eine Sache, ne? So, wir fahren hier aber richtig. Deshalb, da muss ich erstmal gucken, wann sie den Termin kriegt. Bei ihren Merlin, denen geht's nicht gut. Der hat irgendwie Verstopfung im Darm oder so, oder der kann nicht mehr richtig koten oder so. Ganz schlimm. So, wir fahren mal den Abkürzung hier. Du bist durstig. Guck, da ist unser Borsti. Unser Borsti lebt noch. Dann gucken wir mal. Aber auf alle Fälle, ey, krank sein ist immer kacke. Und ich war jetzt 2 Wochen krank gewesen wegen der analen Thrombose. Und jetzt nochmal eine Woche krank wegen Erkältung. Wo ich ja echt gedacht habe, also ich bin ja immer noch der Meinung, das ist Corona, aber weil das alles Corona-Symptome sind, ne? Abnormale Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen und Schlappsein. Aber der Test sagte mal negativ. Keine Ahnung. Keine Ahnung warum. Ach, wir müssen schon wieder reparieren, ey. Ich fahre das Ding schon wieder Schrott. Den Indie zu skillen wäre wahrscheinlich auch mal eine Maßnahme. So. Bam, 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 bam. Dann haben wir nochmal Otto Ariel. Beziehungsweise nochmal. Ich glaube, die war heute noch gar nicht mehr. Ja, war ich. Also bei mir auf dem Com-Server. Ich glaube, da hieß ich Erdbeerkuchen mit Schoki. Erdbeerkuchen mit Schoki. Boah, ich kann mich da null dran erinnern. Wann war denn das? 21? Ja, ja, genau. Ich war auf jeden Fall. Sicher? Vertust du dich da nicht? Also, ne? Ich, keine Ahnung. Ich kann mich da echt null dran erinnern. Aber ist ja auch schon ein bisschen näher, ne? Das ist aber auch schon ein bisschen näher. Bin mal gespannt, wann das Update kommt. Und dann werden wir definitiv neu starten. Dann ist der Solo-Fighter definitiv vorbei. Jetzt haben wir November. Ist ja nicht mehr lange. November, Mitte November. Vielleicht kommt das in 1-2 Wochen. Dann macht euch drauf gefasst. Dann ist erstmal Solo-Fighter eingestellt. Ja, dann gibt es am Land. Jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge. Im Landschaftsgenerator gibt es dann ja Neuerungen. Kommt das Storm-Update und so. Multiplayer. Mit Crossplay. Dann werden wir wahrscheinlich ein paar schöne Streams vom Com-Server machen. Die wir dann auf YouTube auch machen, keine Sorge. Muss keiner die Plattform wechseln. Ihr könnt da gucken, wo ihr wollt. So, bum, 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 bum. Dann lesen wir mal weiter. Die Pumpkin schreibt, also Herr Lauch, das Ziel mit der Armbrust musst du aber nochmal üben. Aber das war eine sehr schöne Erkundigungstour heute. Also ich bin der Meinung, ich habe fantastisch getroffen.
aber das Spiel wollte einfach nicht. Die Bögen haben aber auch eine begrenzte Reichweite. Vielleicht waren wir einfach draußen aus der Range. Aber das Fadenkreuz war genau auf den Zombie gerichtet. Keine Ahnung, warum das nicht getroffen hat. Du kannst ja 100% treffen und wenn das Spiel dann berechnet, nee, kein Treffer, dann fliegt der Fall durch den Zombie durch. Wurde alles schon bewiesen? Ist wirklich so. Ja. Ach, wir sind wieder im heimatlichen Gefilde. Obwohl bei Jen war auch mucklig. Aber ich mag diese Gebiete einfach nicht. Verbrannte, zerstörte. Das ist einfach nicht meins. So, dann haben wir die Kommentare, ne? Machen wir falsch rum an die Basis dran. Müssen wir ja hier lang. Ja, der Aufgang, hier müssen wir alles noch platt betonieren. Und endlich mal, wir müssen Turrets bauen. Also wir haben in der nächsten Folge, werden wir definitiv an der Basis wieder rumbauen. Ne, wir müssen die Turrets aufbauen. Wir können den Gyrocopter bauen. Und. Also da haben wir gut zu tun. Jetzt habe ich auf alle Fälle zu tun, dass ich einräumen muss. Halleluja. Boah. Warte mal, erstmal was trinken, das geht mir auf den Sack. Trinken wir uns mal einen weg hier. Ja, dann würde ich aber sagen, machen wir an dieser Stelle ein Folgenpäuschen. Ich sortiere das in Ruhe ein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Dankeschön für die Däumchen und für die Kommentare. Und, oh, jetzt versagt die Stimme gleich. Ja, siehst du, ich bin doch noch nicht 100% fit. Däumchen ist ein Träumchen, Support kein Mord, gerne ein Abo, wenn ihr neu seid. Und vielen Dank auch nochmal an die Kanalmitglieder. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.